Jetzt die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Exklusiv bei Radio Hannover. Die Stimme der Stadt. Am Mikrofon Ecki Stieg. In dieser Stunde geht es um Carsten Nicolai, sein alter Ego Albanoto und sein Arbeiten mit Ryuichi Sakamoto. Xerox Isola von dem 2015 veröffentlichten Album Xerox 3. Albanoto ist das Pseudonym von Carsten Nicolai und er war auch einer der ersten Künstler, den ich in den neuen Grenzwellen im Jahr 2015 in einem zweistündigen Special porträtiert habe, das in voller Länge auf dem Portal Soundcloud nachzuhören ist. Und genau an dieses Special schließt das heutige an. Neben Ben Lukas Beusen oder Marcin Jules war Carsten Nicolai einer der Musiker, die für die neuen Grenzwellen in gewisser Weise stilprägend waren und auch noch sind. Vor allen Dingen der 1965 in Chemnitz geborene Carsten Nicolai hat seit Mitte der 90er Jahre solistisch oder im Kollektiv mit vielen Musikern seines von ihm mitbegründeten Raster-Noton-Labels einen unverwechselbaren, extrem minimalistischen und die Grenzbereiche des hörbaren, auslotenden Stils entwickelt, der keiner erkennbaren Schule folgt und auch nicht musikalische Aspekte wie zum Beispiel die Architektur mit in die Musik und das Konzept einbezieht.
Darüber hinaus hat Carsten Nicolai mit einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Musiker gearbeitet, von denen Blixer Bargeld, der Kopf der einstürzenden Neubauten oder Ryuichi Sakamoto zu den bekanntesten gehören. In Alvanotos jüngstem Werk gibt es zwei exponierte Serien. Zum einen die inzwischen abgeschlossene Uni-Serie, die die eher minimalistischen, rhythmischen Aspekte repräsentiert. Zum anderen die Serie Xerox. Xerox könnte man als Ambient bezeichnen. In der Tat ist sie von Methodik und Klang aber kaum mit anderen Ambient-Produktionen zu vergleichen. Carsten Nicolai beschreibt diese Serie als eine Art Reise, auf der er zunächst fremdes Material, ab Folge Nummer 3 aber ausschließlich eigene Klänge, zunächst zu einer Komposition zusammenfügte und diese dann bis zur Unkenntlichkeit des ursprünglichen Materials bearbeitete. Als wir uns 2015 das erste Mal trafen, war Xerox 3 gerade abgeschlossen und Carsten Nicolai sagte damals, dass es bis zum vierten Teil noch vielleicht 1-2 Jahre dauern könne. Daraus sind nun 5 Jahre geworden. Ja, die Xerox, also nach der Xerox 3 hatte ich natürlich jetzt die Idee, dass ich nicht so viel Zeit nochmal vergehen lassen möchte, hat vielleicht ein bisschen damit was zu tun, dass ich, dass dann doch eine ganze Menge Sachen dazwischen gekommen sind, wo ich das Gefühl hatte, es ist noch nicht an der Zeit, das zu machen. Das ist ein ganz eigenartiger Prozess bei mir. Ich sammle im Prinzip Material und das sammle ich über Jahre und irgendwann merke ich das sozusagen in mir, dass das jetzt raus, also dass ich jetzt das finalisieren muss. Also es, ich arbeite dann, fange dann auch teilweise schon an zu arbeiten, so 1-2 Jahre vorher. Und dann gibt es aber den berühmten Moment, wo ich sage, jetzt muss es passieren. Und dann ziehe ich mich einfach mal 1-2 Monate zurück und rekorde das alles. Die Reise ist, das, ich habe das bei dem letzten Album eigentlich schon beschrieben, das ist so eine Mischung aus so eine Idee von, dass man irgendwie wie so eine Art Satellit versucht, das, was einen umgibt, zu erfahren. Und das kann sowohl in den Weltraum hinausgehen, als auch in das, als innerliche Reise zu begreifen. Thank you.
Bar Noto und Xerox Sans Retour von dem neuen Album Xerox 4, das trotz des 5-jährigen Abstands zum Vorgänger Xerox 3 recht direkt an diesen anschließt. Das Xerox 1 und 2 Album, da gab es doch noch sehr, sehr viele Samples, die ich mir teilweise von befreundeten Musikern geborgt habe, wie Nyman oder Stephen O'Malley oder Ryuichi Sakamoto. Aber bei der Xerox 3 fing das schon an, dass ich nicht mehr so viele Samples benutzt habe, sondern das Originalmaterial erst selber komponiert hat und dann sozusagen verwendet habe. Je mehr ich damit gearbeitet habe, desto weniger fand ich das interessant, sozusagen nach Samples zu suchen, die man so manipuliert, dass man auch den Ursprung nicht mal kennt. Und habe mich entschlossen, die Samples selber herzustellen, sozusagen. Also das war so eigentlich sozusagen erst so eine Art von Kopiervorlage zu generieren, die ich dann sozusagen benutze im späteren Prozess als kreatives Material. Das ist ganz schön bei mir, dass ich sozusagen so einen Raum generiert habe, was für mich das Xerox-Projekt ist, in den ich dann eintrete und dann weiß, dieser Raum ist sozusagen immer noch derselbe, auch wenn der Jahre später sozusagen wieder betreten wird. Das ist wie ein altes Haus, in das man zurückkehrt, wo die Dinge noch so dastehen, wie man sie verlassen hat.
Carsten Nicolai alias Alvar Noto und Xerox Argo von dem neuen Album Xerox 4. Diesem Album voraus ging eine für Alvar Noto sehr ungewöhnliche Single, nämlich seine Version des Cure-Klassikers A Forest. Eine Idee, zu der er durch seine Arbeiten mit Blixer Bargeld inspiriert wurde. Blixer hat mir im Prinzip auch gelehrt, dass die Traditionals, also was man so selber als Traditionals für in seinem eigenen Leben hatte, wiederkehren dürfen. Also gerade bei A Forest hat mich ja immer das Intro wahnsinnig interessiert. Also ich finde den Song toll, der hat ja auch diesen Rhythmuswechsel, also von ganz langsam zu ganz schnell, von beatlos zu Beat. Eigentlich wollte ich den Song gerne nochmal für mich haben, ohne Beat. Und habe das eigentlich mehr so als so ein Projekt begriffen, dass ich gerne das, also ich habe den eigentlich für mich selber komponiert, den habe ich mir dann abends auch immer gerne angehört. Ich habe vor dem Xerox-Album daran gearbeitet und als ich mit dem Xerox-Album fertig war und ich merkte, es war ein ungeheuer guter Arbeitsfluss, dass ich irgendwie noch Zeit habe, aber ich war fertig. Dann habe ich den Track nochmal rausgeholt und habe dann weitergearbeitet im Prinzip an dem Track. Deswegen klingt der auch so, als ob der eigentlich zu dem Xerox dazu gehört, in gewisser Weise. In gewisser Weise gehört auch ein bisschen dazu. Ja. Es gab mal ganz kurz die Idee, den mit auf Xerox Album zu nehmen. Ich fand den dann aber zu eigenständig, weil es eben doch eine Coverversion ist, die auch sehr bekannt ist. Also ich meine, jeder, der irgendwie mit The Cure mal in den 80er Jahren gelebt hat, kennt diesen Song natürlich. Und für mich war das auch so eine Art, das, was ich in der 3 schon erwähnt hatte, so eine Art nach Hause kommen. Also das war, also als der Track rauskam, da war ich sozusagen, da war ich gerade 15, glaube ich. Und das waren so mit 15, das sind so die, da geht man in den Club oder hört dann irgendwie, hat dann so einen Abend, wo dann irgendwie The Cure oder Depeche oder irgendwas gespielt wird. Und es war aber auch so ein Aufbruch. Also als dieser Track rauskam, war das wirklich auch so ein, das ist wie so ein Aufbruch in eine neue Musik gewesen für mich. Wenn das jetzt auch alles so klassisch erscheint, es war damals schon eine neue Musik und stand für mich auch wirklich für eine Art von Neuanfang. Trotz der sehr eigenwilligen Interpretation stieß Alvar Notos Version von A Forest nicht nur bei Cure-Fans auf Gegenliebe, sondern auch bei Cure-Kopf Robert Smith selbst. Ich habe mich das auch nicht so ganz getraut zu veröffentlichen, aber es gab dann zum Glück eine kleine E-Mail von Robert Smith. Ich habe ihm versucht, über Freunde von Freunden von Freunden den Track zukommen zu lassen. Und wusste nicht, ob ich da jemals wieder ein Feedback bekomme. Und dann gab es diesen Feedback, dass er das gut findet, wenn ich das rausbringe. Dass ihm das gefällt. Und dann wusste ich, okay, das ist das Signal, dass ich das veröffentlichen kann. Ansonsten wäre der wahrscheinlich sozusagen in meinem persönlichen Archiv verblieben. Ja.
Alvanoto und seine Version von The Cure's A Forest. Ebenso ungewöhnlich ist die 2016 veröffentlichte EP Leaves of Grass, die in Zusammenarbeit mit dem Projekt Tarwater sowie Iggy Pop entstand und nur in einer kleinen Auflage von 500 Stück erschien. Ein Projekt, auf dem Iggy Pop Gedichte des amerikanischen Poeten Walt Whitman zitiert, untermalt von den Klängen Alvanotos und Tarwater. Ja, das ist ein Projekt, kommt eigentlich von einem Radio-Hörspiel. Ein Freund von mir, der Kai Krehn, ein sehr alter Freund, der macht sehr viele Hörspiele, also Radiostücke, und hatte dieses Projekt von dem Walt Whitman, die Gedichte zu vertonen. Uns hat es so sehr gefallen, mit der Stimme von Iggy Pop zu arbeiten, natürlich, weil das war wirklich echt, es sticht wirklich heraus. Gab es dann die Idee, ob man nicht diese Tracks, die eigentlich dort sich andeuten, auskoppelt, nur mit Iggy Pop. Und dann haben wir den glücklichen Umstand, dass wir sozusagen die Erlaubnis bekommen haben, die Tracks nochmal zu veröffentlichen, was dann diese Wahnsinns-Cover-Textzeile ergeben hat, Tarwater, Alvanoto, Iggy Pop. Was natürlich irgendwie ein Knaller ist, ja, sozusagen. Wir durften das aber nur herausbringen und unter der Prämisse, dass das weder digital erscheint, noch dass die Platte beworben wird. Und haben dann in einer kleinen limitierten Auflage das rausgebracht und ich glaube auch wirklich nur die absoluten Spezialisten haben es entdeckt. Und jetzt, ich glaube jetzt nach vielen Jahren dürfen wir das, glaube ich, digital mal veröffentlichen. Also es könnte sein, dass jetzt nochmal eine Digitalveröffentlichung kommt. As Adam, early in the morning. As Adam, early in the morning. Walking forth from the bower, refreshed with sleep. Behold me where I pass. Hear my voice. Approach. Touch me. Touch the palm of your hand to my body as I pass. Be not afraid of my body. Does not all matter aching attract all matter? So the body of me to all I meet or know. Thank you.
Vanuatu zusammen mit Tarwater und Iggy Pop und As Adam Early in the Morning. I am he that aches with love von der 2016 veröffentlichten EP Leaves of Grass. Ein Musiker, mit dem Al Vanuatu seit 2002 regelmäßig zusammenarbeitet, ist der Japaner Ryuichi Sakamoto, seinerseits einer der prägenden Klangpioniere der Neuzeit, sei es als Musiker im Yellow Magic Orchestra mit seinen Filmmusiken zu Der letzte Kaiser oder Merry Christmas, Mr. Lawrence oder seine vielfältigen Experimente, entweder solistisch oder mit Künstlern wie David Sylvian, Christian Finesse und immer wieder eben mit Carsten Nicolai. Beide lernten sich auf der ersten Japan-Tournee von Al Vanuatu kennen und unmittelbar danach begannen sie kontinuierlich zusammenzuarbeiten. Schon in unserem ersten Gespräch betonte Carsten, dass er in dieser ohnehin ungewöhnlichen Konstellation eigentlich den östlichen Part, Sakamoto dagegen den westlichen übernimmt. Also das ist eigentlich ein Zitat von Ryuichi, weil wir uns immer, weil ich wollte immer sozusagen der spartanische, minimalistische, asiatische Raum werden, wo kein Möbelstück drinsteht und wo sozusagen der Raum sich definiert nur über den versteckten kleinen Spiegel hinter der Wand. Und Ryuichi war derjenige, der sozusagen gerne, also der ist ungeheuer stark beeinflusst von Debussy. Und das klassische Instrumentarium, ob es Orchester oder Piano ist, ist halt ungeheuer stark durch europäische Musik geprägt. Also Bach ist auch so einer der Komponisten, den auch Ryuichi ungeheuer liebt. Und ich war mehr auf japanische Gärten und dass die Naturtöne des Gartens selbst auch Orchester sind. Also eher so, es ist natürlich auch eine Cage-Philosophie, aber sozusagen, dass die Resttöne auch Musik sind. Und habe mich dann eigentlich, ähnlich wie Cage, der sich ja auch inspirieren lassen hat von japanischen Gärten, dass eigentlich sozusagen für mich diese Idee von Minimalismus und Abstraktion ungeheuer stark asiatisch geprägt war. Und dass ich natürlich auch mit diesem großen Missverständnis nach Japan das erste Mal gereist bin, dass ich jetzt Menschen gegenüberstehen werden, die all diese Abstraktionen, die ich so liebe, die das alle verstehen werden sofort. Was natürlich ein Fehler war, ja. Das war natürlich irgendwo eine Projektion von mir.
Eine der jüngsten Zusammenarbeiten von Alvar Noto und Ryuichi Sakamoto, Flux One von der Incomplete-Serie Sakamotos. Ein großes Publikum erreichten Sakamoto und Alvar Noto Ende 2015 mit ihrem in Zusammenarbeit mit Bryce Dessner entstandenen Soundtrack für den mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle gedrehten Film The Revenant, der für mich gelungener und mit einem größeren Spannungsbogen versehen ist als der Film selbst. Wie ist die Musik zu diesem Film entstanden? Ja, also der Prozess des Komponisten innerhalb, also wenn der klassische Ablauf, und es war der klassische Ablauf, ist, dass ja die Komponisten erst zum Schluss kommen. Das heißt, normalerweise passiert das Editing, und bei dem Editing gab es einen sehr innovativen und kreativen Sound-Tüftler, weil normalerweise benutzen die oft Musik, die sogenannte Temp-Musik, also Musik, die einfach sozusagen existierende Musik, auf den der Editor dann schneiden kann, weil es ist sehr, sehr schwer, einen Film zu editieren, ohne dass die Musik da ist. Aber da die Musik als letztes oft kommt, wird sozusagen, verwenden viele von den Regisseuren und Editoren Musik, die irgendwo genommen wird. Und wie gesagt, dieser kreative Sound-Editor hat einfach wahnsinnig viel von Ryuichi und von mir editiert aus verschiedenen Stücken und zu neuen Stücken zusammengefügt. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann angerufen wurde, weil ursprünglich sollte ja Ryuichi das alleine machen. War aber dann sozusagen verpflichtet in einem anderen Film, und dazu hatte gerade seine Krebstherapie hinter sich, also war jetzt auch nicht sozusagen der Fitteste gerade. Und das Komponieren, ich muss dazu sagen, das Komponieren war ungeheuer viel Detailarbeit. Und ich hatte eher Probleme mit dem Soundtrack, weil ungeheuer viele Beiträge, Sachen, die ich komponiert hatte oder Ryuichi komponiert hat, waren so kurz und so klein, dass die gar nicht auf diese Compilation des Soundtracks geschafft haben. So, es gab also nur die großen Themen, die großen Songs sozusagen, und die ganz vielen ganz kleinen und Details, die ich ja so liebte, ob das jetzt die Traumsequenzen waren oder teilweise auch diese Vermischung zwischen Musik und Natur, wo das auf einmal so ein Eins wird. Ich fand das immer total spannend, und wir haben noch kurz drüber gesprochen, dass wir eigentlich uns, nachdem die Filmmusik fertig ist, nochmal hinsetzen müssten und die Stücke nochmal für eine CD aufarbeiten, weil viele Stücke sind auch zu kurz. Ryuichi Sakamoto, Alvar Noto und Bryce Dessner, Carrying Glass, von dem Soundtrack zu dem Film The Revenant. Betrachtet man die nun seit 2002 andauernde, kontinuierliche Zusammenarbeit von Sakamoto und Alvar Noto, so ist es bemerkenswert, dass Sakamoto nicht nur in dieser Zusammenarbeit,
sondern in seinem Schaffen insgesamt immer experimenteller und minimalistischer geworden ist. Seine auf YouTube veröffentlichte Incomplete-Serie ist dafür ein recht gutes Beispiel. Wir haben uns da ungeheuer angenähert aneinander. Und ich glaube, für Ruchi ist es auch eine Art von Befreiung gewesen aus diesem Korsett des Popmusikers. Ist er ja ausgestiegen aus dem Korsett des Filmmusikers in gewisser Weise durch diese Kollaboration mit mir, auch mit Christian Fennes und vielen anderen. Hat er das versucht, auch nochmal zu sprengen, wieder das Korsett. Man hat den Eindruck, als ob er sich wie verjüngt hat dadurch nochmal. Und natürlich auch befreit. In der Vergangenheit musste er natürlich entweder als Filmkomponist, das darf man nicht vergessen, er ist in der Lage, großartige, sehr, sehr bewegende Melodien zu schreiben, aber du bist natürlich trotzdem ein Dienstleister. Ja, du leistest sozusagen deinen Dienst an dem Film. Das andere war, als ich ihn kennengelernt habe, als die Kollaboration war, hatte er eigentlich gerade ein Bossa Nova-Projekt mit brasilianischen Künstlern. Und wenn, das ist vollkommen richtig, wie du sagst, wenn du jetzt die letzten Alben sehen, die stehen natürlich näher unseren gemeinschaftlichen Zusammenarbeiten, seine Soloplatten, was aber auch schön ist. Was natürlich auch irgendwo, also ich fühle mich da auch sehr geehrt, dass er sich so viel angenommen hat von dieser Art und Weise der Offenheit. Und aber vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht ist es auch das, er wieder zurückführte zu seinen Wurzeln, denn er ist ja auch Asiate. Das Instrumentarium wird immer spartanischer. Also neulich hat er nur noch mit Steinen gearbeitet. Ich finde das schon das so spannend. Ja? Also wo ich ihn kennengelernt habe, war es Bossa Nova und nicht unter 45 Männer auf der Bühne mit Orchester. Und jetzt sind es zwei Steine und er. Ryuichi Sakamoto und Alva Noto. Ein Ausschnitt der 2018 entstandenen Improvisation Glass.
Ein Höhepunkt ihres gemeinsamen Schaffens ist ohne Zweifel das im letzten Jahr im Opera House in Sydney aufgenommene Live-Album Two, das einerseits ihre Arbeiten der letzten Jahre zusammenfasst, andererseits allerdings in Versionen, die sich von den ursprünglichen Aufnahmen stark entfernen. Also die Studioalben, das sind ja die ersten fünf Alben, ne? Das ist sozusagen Frion, Insen, Reverb, UTP und Sumus. Und als die abgeschlossen waren, haben wir beide eigentlich uns angeguckt und haben gesagt, so okay, in gewisser Weise ist es beendet für uns. Also wir können jetzt wahrscheinlich nochmal fünf Alben aufnehmen, aber es gibt in gewisser Weise dann auch eine Wiederholung und wir wollten keine Wiederholung. Und haben gesagt, so ist es auch gut, wenn sozusagen die Dinge, die gesagt worden sind, nicht verwässert werden durch noch mehr davon. Dann kam diese Krebskrankheit und die Therapie, die ihn ja wirklich 3 Jahre lang eigentlich sozusagen aus dem Rennen genommen hat. Und danach hatte er auf einmal Lust, mit mir wieder was zu spielen. Das war eine kleine improvisierte Situation in dem Glashaus nördlich von New York. Das ist auch veröffentlicht, das heißt direkt Glas. Und da war klar, wir spielen keine Stücke mehr. Wir spielen keine existierenden Stücke. Wir versuchen komplett neu zu sein, benutzen das Haus als Instrument und lassen uns überraschen. Und wir haben auch überhaupt nichts abgesprochen. Wir haben wirklich einfach sozusagen 40 Minuten performt, haben das mitgeschnitten. Und wir fanden das so gut, dass wir gesagt haben, ja, wenn wir das weitermachen, dann nehmen wir vielleicht so 5 Tracks oder 6 Tracks für den Abend, die wir sozusagen als Halteanker, wo man weiß, dass die spielt man jetzt und die spielen wir aber jedes Mal anders. Und bei Two merkt man das, das ist alles improvisiert. Ja? Also das ist, also selbst wenn da ein Track nochmal performt wird wie vom Album, ist der eigentlich auch improvisiert. Es gibt kaum noch Absprachen und das war für uns auch eine Befreiung, also auf der Bühne, also dieses Experiment auf der Bühne zu wagen, gleichzeitig als Musiker die Freiheit zu haben, dass du tun kannst, was du möchtest, dass du kein Korsett hast, in dem du steckst, wo du weißt, okay, jetzt 8 Bars Wechsel, 4 Bars kommt das, mitzählen, so, also wir hören einfach uns gegenseitig und fangen an zu spielen. Und bei der Two-Platte gibt es eben viele von diesen kürzeren Tracks, wo wir auch absolut irgendwie festgegangen sind und teilweise waren die dann auch nicht so kurz, weil wir haben einfach sozusagen das laufen lassen und haben gemerkt, okay, hier passiert was, lass das mal, wir haben auch keine Limits, diese Show war eigentlich ursprünglich angelegt für eine Stunde und 30 Minuten. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden und 10 Minuten gespielt, wir haben sozusagen 40 Minuten überzogen. Soweit Kersten Nicolai. Und von dem Album Two hören wir zum Schluss dieses Porträts hier in den Grenzwellen bei Radio Hannover die Live-Version von The Revenant.